So Leute, Part Nummer, wow, muss kurz raustappen, Part Nummer 10. Jetzt geht's. Wieso habe ich schon wieder kein Gehaltsbudget? Was soll denn das? Jetzt haben wir gerade verschoben. Egal. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Wir spielen gegen den Chemnitzer FC ein Freundschaftsspiel. Keine Ahnung, in welcher Liga die spielen. Ist, glaube ich, auch ein Traditionsverein, aber so gut kenne ich mich mit denen wirklich nicht aus. Ich nehme Kaufmann mit, weil ich mir einfach denke, dass es vielleicht ganz wichtig ist, dass der Spielpraxis hat, weil ihn sonst wohl niemand holen möchte. Wie alt ist Christoph Bann? 20. Da nehmen wir eher ihn mit. Er ist erst 18. So. Ist zwar nicht ganz so stark, aber wurscht. Und Kaufmann wird halt von mir aus links hinten beginnen. Nee, wird er nicht. Ich werde ihn dann auf der Bank von der Bank bringen. Schauen wir mal, wie es gegen den Chemnitzer FC so läuft. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, ich habe keine Kommentare von euch vergessen. Mir passiert das immer relativ leicht, weil es mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, den Überblick zu bewahren. Was natürlich toll ist, weil man so viele Kommentare bekommt. Aber ihr kennt mich, ich bemühe mich. Wow! Alles okay. Holy shit, das war laut. Gut. Ich glaube, da kenne ich niemanden beim Chemnitzer FC. Sagt mir gar nichts. Dann schauen wir mal. Ja, ich habe so viele Fenster hier. Aber ich will es trotzdem so haben, wie es aktuell ist. Ballbesitz schauen wir nicht so gut aus aktuell. Wird gerade ein bisschen besser. Bammer. Nächste Chance, Sommer. Nächste Flanke. Abseits. Ich habe schon auf 11 Meter gehofft. Schaut es mit den Anweisungen aus. Oh oh. Jetzt gibt es den Elfer, weil sich unsere Verteidiger einfach sowas von dämlich anstellen. Rote Karte, Alter, das ist ein Freundschaftsspiel. Was ist mit dir falsch? Jetzt können wir mit einem Mann weniger ein Freundschaftsspiel bestreiten. Ich wechsle einfach hinein. Oh, das ist zum Kotzen. Ich muss Simic halt rechts hinten spielen bis zur Halbzeitpause. Krieg ich so einen Hals. Bin jetzt schon gereizt. Toller Test. Wieso muss man in der Situation rot geben? Selbst wenn es Torraub ist. Ich meine, es ist ein Freundschaftsspiel. Man kann es übertreiben. Simic auf Bingöl. Bingöl auf Joy. Joy mit dem langen Ball auf Bammer. Jetzt ist natürlich niemand in der Mitte. Das dauert. Bammer geht alleine. Elf Meter. Rot. Nix gibt's. Wobei wir trotzdem bemüht sind, nach vorne zu spielen. Das ist absolut lobenswert. Aber mit einem Mann weniger ist es natürlich wahnsinnig anstrengend. Gerade jetzt. Hier ist natürlich auch dann eine ziemliche Lücke. Mal schauen, ob ich das irgendwie anders lösen kann. Ich werde sonst eher so machen. Da ist ein gewaltiges Loch. Gehen wir kurz auf Pause. Ja, bringen wir Reifelshammer rechts hinten. Und dann hilft es eigentlich nichts. Dann müssen wir schauen, dass wir kontern. Das heißt, Tempo höher. Pass in die Tiefe auf jeden Fall. Spieler vor mit kurzen Pässen, nein. Kreativer spielen braucht man eigentlich auch nicht. Ich will einfach nur den Ball nach vorne dreschen. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwie zu Chancen kommen werden. Weil einfach diese Lücke da dazwischen so wahnsinnig groß ist. Aber ich habe nicht gerade ein gutes Gefühl. Ich meine, ich habe denkbar schlecht begonnen. Die Jungs sind zwar bemüht, finde ich, aber mit einem Mann weniger. Und Chemnitz würde ich so und so stärker einschätzen als uns. Ist das natürlich alles andere als irgendwie einfach für uns. Und auch gerade deswegen so bitter, weil wir
gerade deswegen so bitter, weil wir diesen letzten Test jetzt noch wirklich ernsthaft gebraucht hätten, finde ich. Und gerade jetzt können wir nicht. Ist relativ ungut. Souverän. 40 zu 60 Ballbesitz circa. Aber jetzt ist die Taktik ja wirklich anders ausgelegt, also. Das sind viel zu große Lücken, Alter. Mehr in die Zweikämpfe gehen, enger decken, bitte unbedingt. Also, dass man da jemanden so frei vor dem Strafraum passieren lässt, das geht gar nicht. Das Problem ist, wir bleiben nicht lang genug im Ballbesitz. Diese Kontertaktik wird auch nicht unbedingt funktionieren, gegen, wenn man einer weniger ist, habe ich so das Gefühl. Die Passgenauigkeit ist der Horror, so mein Joy. Auch da sind wir viel zu weit weg. Ich glaube, wir müssen den Fokus im Training in nächster Zeit auf die Verteidigung legen. Anders wird es ganz, ganz schwierig für uns. Ich werde diese Taktik jetzt mal bis zur Halbzeit lassen und dann vielleicht nochmal umstellen. Ich finde, man sollte in Freundschaftsspielen den Deal ausmachen, dass entweder keine roten Karten gibt oder dass man stattdessen wen einwechseln könnte. Alter, so mein Joy. Ich weiß nicht. Der ist doch echt zu blöd für alles gerade. Auch hier, wir sind ein bisschen zu passiv in den Zweikämpfen, finde ich. Wir laufen neben mit, aber es wird einfach nicht attackiert. Wenn man sich die Statistiken anschaut, gewonnene Tacklings 62%, die Gegner haben 92%. Und erfolgreiche Pässe, das ist auch ein Desaster. Varusek. Auch hier wird wieder der Ball vorgedroschen, das bringt gar nichts, ich lasse das jetzt schon. So, Spielaufbau mit kurzen Pässen, Pass in die Tiefe tun wir jetzt mal weg. Tempo drehen wir runter, wir gehen auf Kontrolle. Tempo gehen wir wirklich auf geringer, wir müssen echt schauen, dass wir im Ballbesitz bleiben. Kreativer spielen, das heißt, wir werden echt versuchen, das Ganze spielerisch zu lösen. Defensiv können wir weiterhin so agieren, finde ich. Geduldig spielen, hinterlaufen, das passt alles. Schauen wir mal. Der wievielten Minute war die rote Karte? 7. Minute. Großartig. War aber abseits, eindeutig. Ich gehe da jetzt mal mehr fordern. Ich werde, glaube ich, dann so mein Joy runternehmen. Der Typ geht mir so auf die Nerven heute. Stattdessen vielleicht noch wen im Mittelfeld bringen. Also einfach die Joy-Position ein bisschen weiter zurückhängen, sodass wir zwei ZMs haben. Ein bisschen weiter zurückziehen. Nicht zurückhängen. Eben, er lenkt ihn brillant in den Pfosten, steht da. Hat eher unsicher ausgesehen. Schön abgeblockt und jetzt Joy. Schöner Pass auf Bingirl, aber. Ja, man merkt den Mann weniger. Und den Klassenunterschied. Ich habe dann schon eine Idee für die zweite Hälfte. Ich drehe jetzt schon durch. Als hätte der Typ
Noch nie im Leben Fußball gespielt. So, mein Joy. So, ich nehme ihn jetzt gleich runter, weil mir der echt auf die Nerven geht. Ich bringe da jetzt Sebastian Mann, der kann wenigstens passen. Und wen bringe ich noch? Müssen dann schauen, Sebastian Mann als ja, zentraler Mittelfeldspieler verteidigen. Und hier haben wir jemanden zurückgezogener Spielmacher auf unterstützen. Das ist noch die Frage, wen wir nehmen. Nehmen wir René Zieher. Keine Ahnung, wie der sich macht. Und, oh, ja, die Außenverteidiger, das kann ich dann in der Halbzeit noch machen. Ich will nicht zu viel wechseln, aber Joy will ich da einfach runternehmen, weil mir der jetzt echt gerade richtig auf die Nerven geht. Felix Rusbeck hat heute viele Fehler gemacht. Jeder hat heute viele Fehler gemacht. Ich will mir das gar nicht anschauen. Gehen wir auf Weiter, dann sehen wir diese ganzen lustigen Halbchancen nicht mehr, sondern wirklich nur gute Torchancen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nichts mehr von uns sehen in dem Spiel. Auch hier schlecht verteidigt, eben ist wieder gut. Dreifels haben wir 6,7, macht sich auch gar nicht so schlecht. Sollten vorsichtig agieren, bevor wir noch ein Tor kassieren. Also Schwanz einziehen werde ich jetzt nicht. Ich erwarte eine enorme Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. So, ich werde jetzt nicht alles wechseln. Aber ich werde Kaufmann bringen statt. Machen wir es so, statt Husberg. Reifelthammer geht nach hinten, weil er gut gespielt hat jetzt. Rumbold kommt auf links. Das kann er eh gut. Und den Rest lasse ich vielleicht noch. Oder Valentin Krubeck könnte ich auch noch bringen. Statt Bingöl. Dann starten wir mal so. Das heißt, noch nicht alles gewechselt. Ballbesitz 44, 45%, da kommen wir jetzt ein bisschen besser hin. So, ich fordere jetzt nochmal leidenschaftlich Konzentration. Das klingt sexy. So. Freistoß Chemnitz. Boah, der war gut. Der war wirklich gut. Da sind wir total einfach ausgestiegen. Aber vom Ballbesitz her bin ich jetzt wirklich zufrieden. Ich meine, wir könnten noch eine Option einschalten, und zwar, wie ist dieses Schießen bei freier Bahn damals? Wir müssen einfach echt schauen, dass wir irgendwie Torchancen kreieren. Wenn wir keine einzige haben, dann wird das nicht viel bringen. Wir könnten auf hängende Spitze und unterstützen gehen, dass da der Abstand nicht ganz so groß ist. Oraskanin bringen wir da. Zirnitzer kommt nicht rein. Kircher kommt für. Machen wir so, Öbster, Thomas Kaufmann noch vor. Jetzt geht es wirklich eigentlich nur noch darum, dass die Spielpraxis kriegen. Bulut bleibt auch auf der Bank. Wen hätten wir jetzt noch hinten? Innenverteidigung natürlich noch. Fabian Eder. Und Torhüter. Also wenn es 1 zu 0 ausgeht, dann können wir uns ernsthaft bedanken. Dann haben wir wirklich irgendwie nur Glück gehabt. Ich habe schon ein paar taktische Dinge im Kopf, die ich noch gerne unterbringen möchte. Das werden wir dann nach dem Spiel machen. Was ist passiert? 2-0. Ja, war auch keine gerade große Überraschung. Wir gehen jetzt auf Angreifen. Aber war eh klar. Ich hoffe, ihr hört den Staubsauger gerade nicht zu laut. Der ist echt laut. Tut mir leid dafür. Aber ich bin aktuell gerade am neue Wohnung suchen. Da wird dann hoffentlich, wenn alles gut geht, ein eigener Raum zum Aufnehmen für mich drin sein. Ein eigenes kleines Arbeitszimmer. Wenn das alles so, ja, klappt, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich dort meine Couch drin. Dann ist die PS4 immer fix verkabelt und dann wird es generell mehr Videos geben. Aber schauen wir mal. So, aggressiv zeigt etwas Leidenschaft. Ich werde die nach der Partie richtig zur Sau machen. 999, das geht schon nicht.
Ja, jetzt lösen wir uns irgendwie komplett auf. Klar, wir versuchen nochmal alles vorzuwerfen, aber so wird es eher schwierig. Aber es ist natürlich generell eine Überlegung für uns, dadurch, dass die Offensive normalerweise stark ist, wenn wir gleich viele Spieler am Spielfeld haben, sieht es vielleicht anders aus. Könnten wir ernsthaft versuchen, dass wir länger im Ballbesitz bleiben, überhaupt kein Risiko eingehen, den Gegner einfach zermürben? Aggressiv, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Das hat eine positive Reaktion, das ist sehr gut. Anders brauchen wir es eh nicht sagen. Und jetzt gehen wir nochmal in die Anweisungen rein. Ich brauche da wirklich eure Hilfe. Ball zu den Seiten klären, machen wir nicht. Wir werden Spielaufbau mit kurzen Pässen machen. Wir werden das Tempo runterdrehen. Ganz klar. Zeitspiel eher selten. Ja, okay. Kreativer spielen. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Müssen wir dann aufpassen, wie das mit den Karten aussieht. Notfalls muss ich das wegtun. Und Außenverteidiger Simon Sommer. Wieso? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Bringen wir mal Reifholzhammer. Ja. Also schaut euch die Taktik vielleicht nochmal an und gebt mir da ein kurzes Feedback. Pass in die Tiefe werde ich auch wegtun. Wir müssen schauen, dass wir die Pässe eher kurz machen. Geringeres Tempo. Dann könnte man theoretisch das Spielfeld fast enger machen, aber ich lasse es mal ausgewogen. Dann sind wir ein bisschen vielseitiger und dann werden wir mal schauen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch was. Bis bald.